Aber das ist alles Geschichte. Morgen geht es hier ums Geld und um den Titel. Und die beiden werden ein Wörtchen mitzureden haben. Der Walzer heute, meiner Meinung nach nicht der stärkste Programmpunkt von Anissina Pesera. Aber warten wir ab, vielleicht haben sie gearbeitet an dem Tanz seit Prag. Die französischen Meister wurden bei den nationalen Titelkämpfen mit der 6,0 belohnt in der Kür und sicherlich nicht zu Unrecht. Die Kür wirklich ein Highlight und die wurde bei den Europameisterschaften einfach nicht gerecht belohnt. Ja, hier im Originaltanz im Walzer muss ich sagen, dass mir trotz allem das Programm von Krylova-Ovsienkow besser gefallen hat. Stimmungsvoller, mitreißender der Vortrag der amtierenden Europameister. Aber das soll nichts heißen, zumal hier heute nichts entschieden wird, denn in der Kür, da wird die Entscheidung fallen. Und hier sehen Sie, wohin der Hase läuft. Schon wieder ganz knappe Entscheidung. 4:3, drei erste Plätze und das mit ihrem schwächsten Programmpunkt. Morgen wird es hier rund gehen. Das verspreche ich Ihnen. Und das ein Event, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten. Morgen die Entscheidung, also das große Showdown zwischen Krylova-Ovsienkow und Anissina Pesera hier bei uns auf Eurosport. Wir machen noch eine kleine Werbeunterbrechung, während Sie hier die Zeitlupe der beiden Franzosen sehen. Ja, das